Guten Morgen, Leute. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Türkei spielt heute in Berlin. Ihr wisst, was das heißt. Und das auch noch gegen unsere deutsche Nationalmannschaft. Ein ganz besonderer Stadionvlog. Let's go! Und wie immer starten wir erstmal mit einer ganz schnellen Roomtour. Übrigens, diese Hose von Willi, mein absoluter Favorite momentan. Hier auch noch ein Shirt von The Messi Store. Ah, warte. Und hier zur Rechten starten wir direkt ins Badezimmer. Hier ist erstmal so eine riesige Dusche. Da kann man so die Kabine zumachen, wo die Wanne auch da drin ist. Dann haben wir hier ein Waschbecken, Freunde. Habe ich mich gerade eben schon fresh gemacht. Und noch die Keramik kann man hier auch nochmal so abschließen. Ne? So, ganz bequemes Bett. Zwei Einzelbetten, aber ich bin alleine. Habe auch schon ein bisschen noch am Laptop noch gearbeitet. Deutsches Trikot ist natürlich auch schon auf dem Bett platziert. Und sehr bequem. Ich bin hier schon seit 2 Tagen, Freunde, weil ich war gestern noch auf einem Dreh vom guten Dia und ich habe bei Find the Pro mitgemacht. Hat richtig Spaß gemacht, da Teil der Jury zu sein. Seht ihr dann wahrscheinlich kommenden Wochen bei ihm auf seinem Kanal. Außerdem war ich noch Abendessen mit dem guten Marcello, Freunde. Habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Marcel Scorpion, die Legende. Dann habe ich hier noch einen Fernseher am Start, aber den habe ich jetzt nicht einmal angemacht. Kleine Minibar noch, Leute. Tee getrunken gestern Abend. Und ja, sonst gibt es eigentlich nichts zu zeigen. Mein Messi-Trikot habe ich auch noch dabei gehabt. So, und hier noch Aussicht aus dem Zimmer. Das war wirklich nicht geplant, Freunde. Ich wusste das nicht, ja. Aber ich bin gestern von der Tiefgarage hochgefahren in den Lobbybereich und auf einmal um die Ecke steht da Gündogan, Digga. Und es stellt sich heraus, dass die deutsche Nationalmannschaft im selben Hotel ist wieder wie ich. Also ja, richtig nice Zufall und ich habe mich selber das Bild gefreut mit dem guten Ekai. Genau da hinten an der Fensterscheibe haben wir das Bild geschossen. Hier übrigens habe ich gestern auch einen richtig geilen veganen Burger gesnackt. Ich habe Gündogan noch gefragt, ob er sich vielleicht noch an mich erinnern kann, weil ich ja auch beim Ballon d'Or war. Aber er meinte, da waren viel zu viele Menschen. Und für die, die es interessiert, das Hotel ist übrigens das Grand Hyatt. Also ich zahle jetzt ganz normal selber. Aber ja, da schläft auf jeden Fall die Nationalmannschaft in Berlin. Ich finde es auch ganz geil, weil das hat hier auch so einen richtig großen Spa-Bereich. Auch hier der Lobbybereich mit so richtig hohen Decken. Den guten Nino getroffen. Was tippst du heute? Und du möchtest jemanden grüßen? Ich denke 4-2 und ich grüße den Nils Siegmann. Okay. Und da kommt der Nächste. Kannst du meine Cousine noch mal grüßen, weil sie ist ein Fan. Wie heißt sie? Die Lara. Die Lara, ich grüße dich. Hast du hier einfach den neuen Ball oder was? Ja, vom Adidas Event. Aha. Warst du beim Botschafter Nummer 1 in Deutschland, ne? Grüße gehen raus an Noah. Aktuell läuft die U17-Weltmeisterschaft und sie haben heute wieder gewonnen mit 3-0 gegen Venezuela. Ey, du bist ja mittlerweile in jedem Video Gast. Was geht ab, Digga? Jetzt? Alles klar? Oha, Mike! Na, was geht, Digga? Servus, hi, alles gut. Freunde, ich sag's euch, wenn ich mit Mike unterwegs bin, alle 2 Minuten kommt ein Mädchen und will mit ihm ein Bild. Das ist nicht mehr normal, ne? Wegen dir. Ja, verschiedene Welten prallen aufeinander, ich sag's euch. Wir steppen jetzt hier ein wenig am Kudamm entlang. Wir gehen jetzt gleich da um die Ecke in ein Sushi-Restaurant. Da war ich auch schon vor 2 Tagen, war richtig lecker. Du 31 heißt das. Hier steht aber auch eine G-Klasse nach der anderen rum. So Leute, das ist meine Standardauswahl beim Sushi. Sehr, sehr lecker hier. Und kein Spaß, Mike wurde gerade eben wieder von einer Mitarbeiterin im Geschäft erkannt. Das ist nicht mehr normal. Also auf euch. Oh shit, Leute. Es sieht danach aus, dass Haaland sich verletzt hat. Hoffentlich fällt er nicht allzu lange aus. Bei Krisch läuft es auch gut. Er hat gestern auch schon wieder getroffen und sie führen die Tabelle an, Leute. Mit 9 Siegen und plus 32 Tore, nicht ein Lose. Das ist auch krass. Er führt sogar die Torschützenliste an. Schaut mal, Mbappé steht zum Beispiel nur bei 6 Toren. Eli. Hi. Bist du am Drehen? Ja, ich bin gerade am Drehen mit Kai. Sag mal deine Prediction, Bro, falls wir uns im Stadion nicht sehen. Boah, ich sag knapper Win für Deutschland. Ich sag 2-1. Ich sag 4-2. Für Deutschland? Ja. Bist du zu Hause, oder was? Ich bin gerade zu Hause, ich bin auf Klo. Ah, ach so, okay. Na dann erledige mal dein Geschäft, Bro. Bis später. Tschüss. Bis dann, gell. Ciao. Alter Verwalter. Ey, Philipp. Man hat dich aus 400 Metern gehört. Nee, kein Spaß. Ja, war heftig, ne? Wie viel PS hat der? Ungefähr 700. Und 12 Zylinder, oder was? Ja, der letzte 12 Zylinder. Philipp am Start, Freunde, sehr, sehr guter Freund von mir. Wir machen eine kurze Spritztour. Boah, ich bin ein riesen Aston Martin Fan, wegen den ganzen James Bond Filmen. Boah, richtig stilvoll, richtig geil. Okay, let's go. Oh, Bro, was geht? Digga, wir haben schon so geredet, so, das ist das, hey Philipp, diese, nein, das kann nicht sein und so. Ja, ist schon aber ein tolles Auto. Das, ich finde es geil mit den Schlüssel. Ja, das ist der Startup, genau. Das heißt, kannst du Schlüssel? Zeig mal. Ja.
Schaut, Leute, man steckt den Schlüssel so mäßig hier in diesen Schlitz rein. Das ist noch alte Schule. Das ist bei den ganzen neuen nicht mehr so, deswegen. Machen wir rein nochmal? Oh, das ist ja... Tschüss! Hä, ist der noch vor OPF? Oder genau, ja, das ist noch der letzte V12. Sauger? Ja, also mehr geht nicht. Okay. So einen wird es nie wieder geben. Ne? Das ist ja geistesgestört, Bro. Was? Es wird halt wirklich nie wieder geben, so ein Sound. Wie der da so grillt, Digga, wir rollen gerade mit 27 km/h. Was ist denn das? Auch Vinicius Junior hat sich verletzt und wird für 2 Monate ausfallen. Ey, immer diese Länderspielpausen, ne? Also der Leo, der zieht mich ja wirklich immer an. Schau mal, da ist er sogar auf dem Bus drauf. Erstmal sich bei einem Kochkurs bei ihm anmelden, jawohl. Ey Philipp, no joke, ich habe heute Nacht sogar geträumt davon, dass ich wieder Messi getroffen habe. Aber ich habe so mit ihm zusammen gechillt, nicht so ganz kurz. Also ich träume locker 2x im Monat, Leute, dass ich entweder Messi oder Ronaldo treffe. Ich habe letztens auch einmal geträumt, dass ich irgendwie in Italien war, bei so einem Ferienhaus mit Ronaldo gewohnt habe und mit Georgina und so auch geredet habe. Also ganz crazy. Wir haben jetzt noch eine gute Stunde Zeit, bevor es zum Stadion geht. Daher können wir noch eine Runde nach oben in die Sauna und ein bisschen schwimmen. Mashallah. Mike, 1 bis 10? 11. Nice. Richtig chillig hier. Wir kommen gerade aus der Sauna raus, Freunde. Mike haut jetzt Eis, frisches rein hier in die Eistonne und dann kühle ich mich ab. Gehst du rein? Ja klar, safe. Mike, übertreibt man nicht, Mann. Wie viel ist denn da jetzt da drin, Alter? Boah. Ja, da muss ich Eis drauf. Soll ich runtertauchen? Ja. Ja, du musst runter. Boah, der ist mutig. Der ist mutig. Und? Wie Profifußballer, Alter. Ich bin auf Platz. Ich bin startklar. Deutschland! In wenigen Minuten müssten die Spieler jetzt schon vom Hotel abfahren. Hier stehen schon einige Leute und draußen ist auch alles voll. Da kann man schon ein bisschen den Mannschaftsbus erkennen. Und von hier müssten eigentlich gleich alle rauslaufen, Digga. Geil. Holen die sich hier ihre Akkreditierungen ab, ne? Hm. Da ist Niklas. Niklas! Hallo! Na? Was geht ab, Bro? Alles klar? Ja, super. Müller. Oha. Müller. Süle, Alter, wie riesig der ist, Digga. Rüdiger, Freunde von Real. Ah, warte, ist das scharf. Oh, meine Kamera fokussiert nicht, Digga. Jetzt schaut das iPhone nicht fast aus. Ich raste aus, Digga, das iPhone schaut. Ja? Ja, ja. Kai, was geht? Hey, was geht, Bro? Alles gut, ne? Ja, super. Ja, mit Eli und Musti und so. Ja, genau. Ciao, Bro. Kai fragt mich, ob ich ins Stadion komme oder was. Bro, was machst du denn sonst hier? Natürlich, aber ich freue mich so heftig, Digga. Oh, da ist Nagelsmann. Joshua. Kimmich. Da ist Nagelsmann. Oh, Wirtz und Hummels. Ja, alle Filme, ne? Mashallah. Einmal Gala-Fan, Fenner. Und du beschickt das, oder? Beschickt das. Echt jetzt? Ja. Nein, alle drei auf einem Bild. Auch Fenner. Geil. Oh, ich habe 4-2 Deutschland gesagt, Bro. 4-2? Aber kann alles passieren. 2-1 Türkei. Aber Türkei spielt ja richtig gut in der EM-Quali, ne? Ja. Jetzt geht's aber auch für uns Richtung Olympiastadion. Ey, Freunde, ich sag's euch, hier ist mehr Polizei, als wenn Schalke gegen Dortmund spielt. Wie viel ist hier los, Mann? Hier ist ja heute alles restlos ausverkauft, bis auf den letzten Platz. Wir kriegen, glaube ich, sogar einen Parkplatz in der Tiefgarage, also beim Stadion drunter. Bin hier noch nie lang gefahren, ne? Sind es aber so nur für VIPs, oder was? Ja, warum, hä? Aber ist doch. Ja, das ist Tiefgarage. Ach, krank. Alter, was ist das für eine Einfahrt? Schau mal, hier stehen nur Polizeiautos. Du parkst unterm Stadion. Ah, wie bei Allianz Arena, unter der Tribüne sogar? Genau. Oh. Tiefgarage Süd, okay. Ah ja, Alter, wie krank. Ja, ja, ich seh schon. Der sieht aus wie in so einem Automuseum oder so. Ja, da steht doch schon. Habt ihr gelesen, was da steht? Vorfahrtsstellplätze. Ey Leute, Musti carried mich jedes Mal. Ne? Ich hätte heute einfach nur ein ganz normales Ticket gehabt. Ich habe es auf Instagram verschenkt und ich gehe wieder mit den Jungs mit. Ey Musti, was hast du eigentlich vor, Bro? Gehst du ins Fußballstadion oder in eine Diskothek? Aber Mike genauso, Alter. Guck mal, Schuhe. Oh mein Gott. Ja, meine Güte. Ich bin der Einzige hier, Leute, mit Trikot. Let's go. Digga,
Hier stehen nur irgendwelche Berliner S-Klassen. Safe Olaf Scholz mit seiner Kolonne ist hier auch im Stadion. So sieht einfach der Security-Check hier aus, Leute. Hier wird man abgetastet. Wie so ein spannendes Stadion eigentlich, ne? Ilkay sagt uns hier direkt Hallo. Wir haben uns hier gerade noch so Bändchen abgeholt, Freunde. Zack. Und damit haben wir jetzt gleich Zugang zum Essens- und Getränkebereich noch vorm Spiel. Boah, Digga, das schaut auch nice aus da hinten. Mit Müller und Ilkay. Das ist für mich aber auch so typisch Olympiastadion. Diese fetten Betonwände, ne? Richtig geiler Flair auch. Ah, hier war ich schon mal, Freunde, aber ich bin von oben runtergelaufen beim DFB-Pokalfinale. Jetzt, ich erinnere mich, Digga. Genau hier war ich und habe mir ein paar Getränke geholt. Ja, ja, ja. Heftig, wie viele Ebenen es alleine hier gibt im VIP-Bereich, Freunde. 3 verschiedene Etagen. Wir müssen ganz runter, denn wir haben so Players Lounge Tickets. Da sind die ganzen Familien und Freunde von den Spielern. Bro, als wir auf Schalke waren, hast du genau das gleiche gegessen. Einfach nur Nudeln mit Soße. Ich gönne mich hier Rindfleisch, Leute. Hier sind auch, glaube ich, so Pilze und schwarze Bohnen. Apropos, Leute, ich habe jetzt einen WhatsApp-Kanal erstellt. Da poste ich so Messages und Bilder manchmal rein. Hier eins von Marcel. Link dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und wenn ihr drauf kommt, dann klickt einfach oben rechts auf Abonnieren. Das ist natürlich kostenlos. Und aktiviert die Glocke, weil dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wie wenn ich euch eine ganz normale Nachricht auf WhatsApp schreiben würde. Finde ich echt eine coole Sache. Und dann sind wir auch über WhatsApp connected. Deutschland startet mit der vollen Brigade. Eigentlich fehlt nur Neuer bzw. Ter Stegen, aber der fällt aus wegen Rückenschmerzen. Vorne Sané, Füllkrug, Havertz, in der Mitte Würz und Musiala fehlt noch. Bei Türkei startet Kavecci von Fenerbahce, Freunde, und zum Beispiel noch Ayhan von Galatasaray. Oh, ich bin so gespannt. Vor allem können wir uns auf die geile Stimmung im Olympiastadion freuen, wenn so viele Türken auch vor Ort sein. Aber ich hoffe, die Deutschen werden auch gut dagegen halten. Jetzt aber zu den Plätzen, Leute. Ehrentribüne. Ja, wir halten uns da die Tür auf. Mr. Kai Pflaume, ne? So, mein Tipp ist 4-1 Deutschland. Oh, 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 ich habe 4-2 gesagt. Let's go. Gucken wir hier, der wirkliche Fußballprofi. Er dreht heute eine Folge für seinen Kanal mit Eli. Oi, 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 oi. Let's go, Leute. Gleich kommt auch schon die Hymne. Oh, wie witzig, Freunde. Samra ist auch am Start. Ey, wir sitzen irgendwo hier links. Was sind das bitte wieder für Plätze? Die Mannschaften kommen rein. Es gibt sogar eine kleine Choreografie. Das Wappen in der Mitte dreht sich. Boah, da sind auch ganz, ganz viele türkische Fans. Nichtigkeit und Recht und Frei. Für das Spaß. Charakter. Bisher ist davon gar nichts zu spüren. Richtig, richtig geile Atmosphäre, Freunde. Ich glaube, auch beide Mannschaften werden heute auch Vollgas geben. Die Deutschen müssen jetzt nicht sowieso. Er schreit Wiska. Boah. Und das erste Mal melden sich die türkischen Fans mit Türkiye, Türkiye. Vorbei. Vorbei, Sieg, ganz klar. Und? Die Türken, Freunde, die haben sowieso so viel Stolz, die werden auch volle Kanone Gas geben. Alter. Schau mal an. Das sind ja nur die türkischen Fans. Alter, krank. Ich bin echt gespannt aufs Pfeif-Konzert, wenn es Deutschland ballert, ob das draußen ist, wie wenn Galo oder Besiktas. Ja. Und Deutscher mit dem Anstoß. Wir achten auf die Lautstärke. Und los! Und wie vermutet, direkt ein Pfeifkonzert im eigenen Land. Alter, wie laut es wird. Türkei als erstes im Angriff. Es ist wie erwartet, Freunde. Sofort brennt hier die Hütte. Oh mein Gott. Nein. Oh, Gündogan über den Ball. Ey, Musti, wie laut ist das? Schau mal. Oh mein Gott. Guter Ball. Lieber einfach komplett alleine gelassen auf der rechten Außenbahn.
Spiel von Benny war auch überragend. Deutschland lässt sich nicht beeinträchtigen von den Pfiffen hier in den ersten Minuten. 1-0. Für Havertz auch gerade sehr wichtig für seine Confidence, Digga. Schön Selbstvertrauen sammeln. 1-0 für Deutschland. Ist auch sehr spannend zu beobachten, Freunde. Kai spielt hier gefühlt wirklich als Linksverteidiger, aber er setzt sich natürlich auch mit nach vorne ein. Wow! Oh mein Gott! Leroy! Mach selber, mach selber, mach selber! Vernasch ihn! Ja, ja, ja! Oh! Oh! Erster Abschluss der Türkei. Meine Freunde, es fühlt sich nicht nach einem Heimspiel an für Deutschland. Wir schreiben jetzt die 22. Spielminute und man hat noch nicht einmal irgendwie sowas gehört wie Deutschland, Deutschland, noch nicht einmal. Dann müssen wir jetzt weiter durch. Ah, Kimmich, Ballverlust, kein Foul. Oh, Gündogan passt auf. Ganz stark mit verteidigt von Ökai. Schaut mal, wie geil das ausschaut, Freunde. Alle haben ihre Taschenlampe angemacht bei den Handys. Uiuiui, ui, ui. Das kommt auf Handy gar nicht so schön rüber, wie es in echt ist. Oh, oh mein Gott! Alter, aus dem Nichts so ein Traumpass, dann haut er in den Winkel. Deutschland ist jetzt eigentlich sehr abgeklärt, haben es auch gut verteidigt und verteidigt nicht allzu gefährlich, aber das war ein krasses Tor, Digga. Junge, Junge. Die türkische Fußballfahne macht es. 38. Minute. 1:1 Ey, da geht's sogar ein Pyro hoch. Ich glaub's nicht. Oh, oh. Jetzt sind sie drin. Türkei ist da, Leute. Deutschland überlässt denen auch immer mehr Ballbesitz. Das ist nicht gut. Nein. Ecke Türkei. 45 Minuten schon. Ich weiß wirklich nicht, wo ich die erste Hälfte von Deutschland einordnen soll. Es war auf keinen Fall dominant. Ich würde sagen, durchschnittlich und jetzt lassen sie immer mehr nach. Ecke ist Türkei. Erlebt habe, ne? Also er war wirklich Millimeter genau da oben drin. Wahnsinn, Wahnsinn. Boah, unter die Latte, Pfosten, alles, keine Ahnung. Halbzeit in Berlin. Oh mein Gott, Alter, das war einfach ein Pinball-Tor. Zack, 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 bum, bum, bum. Ich habe mir gerade eben das Tor nochmal angeschaut, Leute, in meiner Aufnahme. Das ist echt, ey. Junge, ich musste erst mal so reinscheppern, ne? Wahnsinn, wir gehen jetzt mal zu Eli in der Halbzeit. Oder? Eli. Ich spiele in Istanbul. Man denkt, ich spiele in Istanbul. Ja, das sowieso. Dein Kommentar zum zweiten Tor. Oder, also, geisteskrank. Naja, den schießt er einmal in seinem ganzen Leben so, ne? Melina, und dein Kommentar? Ich habe das zweite Tor schon ganz gesehen. Nein! Ey, man hat nicht einmal sowas wie Deutschland gehört, ne? Doch, ich nicht einmal, gar nichts. Oh. Lücke! Oh mein Gott, Niklas! Let's go, Mann! Gerade letzter nicht wieder reingegangen. Sofort 2:2. Wichtig! Ganz wichtiger Treffer. Niklas und Kai, beide, die mir Hallo gesagt haben, Leute im Hotel. Vamos! Ich will ja nichts sagen, Freunde, aber ich habe 4:2 getippt und jetzt hört man auch das erste Mal gerade die deutschen Fans. Auf geht's, Deutscher, schießt ein Tor, schießt ein Tor. 4:2 ist realistisch.
Ich hätte einen Besen gefressen. Ja, was sind das für Sonntagsschüsse heute, Digga? Fast direkt aus 3-2 wieder. Aber es geht auch zu einfach. Die lassen jedes Mal zum Schuss kommen. Schiri zeigt die gelbe Karte. Und es gibt wieder ein Riesenpfeifkonzert. Man denkt einfach ehrlich, dass das Spiel in Türkei stattfindet. Alter, schaut mal, der Jubel, Mann. Alleine, dass sie da Lilo einmal wegtackeln. Oh nein. Oh Gott. Hand, safe, oder? Oh mein Gott, die Bank vor Türkei rastet komplett aus. Ich glaube, das müsste Elfmeter geben, Freunde. Gibt es aber Videoassistent? Ich glaube, Freundschaftsspiele nicht. Nein, oder? Das sah schon ziemlich nach Hand aus. Ich muss mir gleich mal die Aufnahme anschauen. Ich habe direkt immer hier ein BIA mit meinem Handy. Kai war schon ziemlich weit draußen mit seinem Arm. Mit dem Ellbogen hat er ihn definitiv berührt. Schauen wir mal, ob es ein Videoassistent gibt. Unlucky, ne? Ah, doch, es gibt ein Videoassistent, Bro. Schau oben. Was will er auch machen mit seinem Arm, ne? Aus der Distanz. Das ist nicht mal halber Meter. Fuck, Digga. Er schaut sich's an. Kai beschwert sich. Er weiß es, glaube ich, schon, was ihm blüht. Ja, aber diese Handspielregel, ne? Da blickt auch keiner mehr durch mittlerweile. Ja, es gibt Elfmeter Türkei. Elfmeter für die Türken. Es wird so laut wieder. Kann er den Druck standhalten? Auch wenn es nur ein Test ist. Oh, boah, fast gehalten, Mann! Fast hält er ihn, schade. 3-2 für Türkei, 71. Spielminute. Meine Güte, Freunde, was für ein Stadionblock. Lass jetzt schon mal gerne Daumen nach oben da. Und kostenlos Abo, um die nächsten Videos zu nicht verpassen. Ich werde auch auf Deutschland gegen Österreich gehen in Wien. Oh, Julian! Oh, zu weit. Leon. Gnabry macht die kleine Pirouette. Schieß! Oh. Ey Leute, ich habe erst jetzt gecheckt, das zweite Tor hat Kenan Yildiz erzielt. Das ist der Kenan, der gerade bei Gouverneur-Tor in den Fußball-Challenges früher mitgemacht hat. Kommt aus der Bayern-Jugend, wo er ganz klein noch war. Spielt es mittlerweile bei Juve. Was für ein Tor, Mann. Dem gönne ich das auf jeden Fall. GG's. Nein! Eine Grätsche! Von Benny, ne? Alter, es geht Schlag auf Schlag. Und für ihn ist es heute seine Premiere. Zum ersten Mal Nationalmannschaft. Herzlich willkommen mit der Nummer 20. Marvin! Was ist das? Aber tolle Parade. War wieder gefährlich. Kein Foul. Ist okay, weiterlaufen zu lassen. Boah, ein 4 vorbei. Was für eine Aktion von Sané, ne? Erst das Dribbling, dann dieser traumhafte Pass, das hätte ein Tor verdient gehabt. Bei jedem Pass schreien sie Ole. 7 Minuten nach Spielzeit, come on Deutschland. Oh, macht er gut. Ja, das... Boah, kommt der an oder was? Krass. Das war richtig gut. Achtet auf die Fans, Leute. Ich weiß vor allem nicht, wann das letzte Mal Deutschland gegen Türkei zu Hause verloren hat. Das muss schon ewig her sein. Schreibt es mal in die Kommentare. Schaut mal da oben, Freunde. Da gehen die nächsten Pyros hoch. Und Deutschland wird ausgepfiffen. Letzter Angriff jetzt wahrscheinlich schon. Türkei wird den Ball gewinnen. Schiri, pfeift ab, oder? Ja, das war's, Freunde. Türkei gewinnt 3-2. Und der Schiri beendet das Spiel. Wahnsinn, was für ein Fußballabend. Wirklich extrem unterhaltsam. Aber man kann nicht sagen, dass es unverdient ist. Sie hatten genug Chancen. Ich würde echt Expected Goals interessieren von den Türken. Aber sie haben auch das Maximum draus gemacht. Ne? Leroy hat bereits sein Trikot getauscht und verschwindet direkt in die Katakomben. Glückwunsch. Was hat denn das, Leute? Frankreich hat 14-0 gewonnen gegen Gibraltar. Was für ein Abend, Freunde. Ich hoffe, die deutsche Mannschaft zeigt am Dienstag dann gegen Österreich eine ordentliche Reaktion. Ich meine, es war nicht alles schlecht, was wir heute von denen gesehen haben, aber zu Hause im Olympiastadion erwartet man sich dann schon etwas mehr. Ich hoffe, euch hat das Stadion dort gefallen, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ey, wie cool, Leute, ich sehe es erst jetzt. Eli durfte einfach den Ball hinlegen und da wurde mit dem der Anstoß gemacht. Zack. Geil. Coole Aktion.